Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Ben and Ed, wo es letztes Mal wieder erstaunlich gut gelaufen ist. Wir haben zwei Level geschafft. Das war eine angenehme Abwechslung nach Ed Filet und das mit dem Roboter. Der war furchtbar, ehrlich. Ich hoffe, sowas kommt nicht mehr allzu oft, dass sich alles dreht und bewegt und nie an derselben Position ist. Ich kann sowas gar nicht, wie man gemerkt hat. Heute ist aber erstmal dran Rafting Coaster. Ja, ich weiß nicht, was uns erwartet. Es gibt nur drei Statuen. Das könnte ein gutes Zeichen sein oder auch ein sehr schlechtes. Es könnte entweder bedeuten, wir haben verdammt wenig... Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier... Oh, das hat gerade einen kleinen Schlag getan. Entweder verdammt wenig safe... Oh! Oh! Ach nö. Ja, ja. Okay. Okay, verstehe schon. Wenn wir da raustreten, wir müssen... Ja, ist, wir hängen hier so ein bisschen rum, ne? Sieht gut aus. Ach du je. Okay, ich sehe, worauf es hinausläuft. Hier bleibt uns nichts anderes übrig als... Aua. Steh bitte wieder auf, das... Oh, oh. Ja, das... Wie kann ich denn... So kann ich, konnte ich mich ducken. Oh, und da muss ich springen. Hoppala. Okay, das wird furchtbar. Das wird ganz, ganz furchtbar werden. Aber ich weiß jetzt schon mal, wie man sich wieder duckt. Unter dem müssen wir uns eigentlich durchducken können. Unter dem hier... Oh, das geht nicht! Moment. Wie war das hier? Nein, geh da ran. Oh, oh. Okay. Noch leben wir. Ach du, es geht runter. Oh je. Oh. Ist jetzt vielleicht gar nicht so das Schlechteste. Ja, das ist ein Hammer. Schön. Gar nicht vielleicht so das Schlechteste, dass wir liegen. Da drüben dürft es uns eigentlich nicht. Ja. Okay. 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 Momentan ist es nicht der größte Nachteil, dass wir liegen. Okay, wir haben den Checkpoint zum Glück aktiviert. Puh, das war zugegeben mehr Glück als alles andere. Okay, da unten ist das Raft wieder. Ich nenne es jetzt einfach mal Raft, unser Floß. Ah, hier, und ich sehe hier... Ja, super, hier, echt, Au, ey! Kann ich hier auch wieder aufstehen, wenn die Hämmer vorbei sind? Jetzt zum Beispiel, okay, kann man... ja. Ducken ging so. Ach du hier, das wird... Ah! Okay, wir haben aber schon mal festgestellt, es muss nicht immer schlecht sein, wenn man fast tot ist hier. Das kann durchaus auch was Angenehmes haben. Also irgendwie zumindest. Oje, oje, jetzt wird's aber echt übel. Jetzt wird es aber echt übel. Okay, da vorne ist aber der Checkpoint. Vielleicht schaffe ich es ja... Wir mogeln uns hier echt mehr so... Ach du, hier, es gibt wieder zwei. Und ich habe natürlich die ganzen Hundefuttersachen da drüben jetzt übersehen. Ich weiß gar nicht, was mir hier unsympathischer ist. Ich nehme einfach mal das hier. Oh, falsche Entscheidung, glaube ich. Vielleicht hätte ich einfach rechts anfangen sollen. Da sind nicht sofort diese Balken im Weg. Okay, ich bleib mal liegen. Oh, jetzt haben wir einen Arm verloren, das ist schön. Ist das da gerade untergegangen? War das Butter gerade auf der rechten Seite unter Wasser und ich muss dann aufs linke, gezwungenermaßen? Habe ich das richtig gesehen? Ja, hab ich. Ich glaube, das habe ich ganz richtig gesehen. Ich bleib hier mal liegen, eben. Das habe ich tatsächlich richtig gesehen. Oh, jetzt habe ich wieder keinen Körper. Keine Beine, meine ich. Au! Jetzt kann ich mich nicht mehr wirklich bewegen. Okay, das ist schlecht. Ich guck mal, wie lange wir hier draufbleiben. Okay, jetzt müsste ich wieder auf die andere Seite. Denn hier löst es uns jetzt auf. Ist aber interessant. Wir müssen wieder hin und her. Man muss aus allem seinen Vorteil ziehen, auch aus dem Sterben. Okay, aus dem Tod jetzt vielleicht nicht.
Aber aus jedem anderen schaffen wir das bestimmt. Ich meine, wir sind... ja, nein. Das wird mit viel Glück rüber... Das wird nix wert. Oh doch, doch, ich kann ja so laufen. Richtig, da war ja. Kann ich mich eigentlich auch nicht... Kleiner machen kann ich mich nicht. Ich kann nur noch Arme verlieren zusätzlich. Jetzt müsste ich wieder auf die andere Seite. Ja, eigentlich würde ich ja sagen, komm, ich warte einfach auf das nächste Floß, aber ich glaube, das wird nichts. Ich bin mir echt nicht sicher. Theoretisch könnte es schon sein, dass wir am letzten Checkpoint schon waren. Oh, das... Ich krieg's ja einfach nicht hin. Ich starte mal direkt neu. Ich krieg's ja einfach nicht richtig hin, das Timing zu finden, zum Springen, damit wir nicht ständig Körperteile verlieren. Okay, aber... Das ging jetzt, das ging. Nein! Ah, und jetzt in die Säure, okay. Aber ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Wir lernen mit jedem Durchgang ein bisschen mehr. Außer natürlich so. Hier, drauf. Oh, oh. Nee, 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 hier, dran. Oh, oh. Ach, Mist. Und es hat so gut angefangen. Ich bin es einfach echt zu wuschelig geworden am Schluss, wo ich dann echt so dachte, so, oh, geht das eigentlich auch hier einfach so drunter durch? Okay, das war nix. Nee. Nicht gut, muss ich sagen. Nicht gut, was ich hier gerade mache. Ja. Hm, vielleicht auch nicht. Okay, drunter durch Dingseln geht nicht. Ich sollte mir übrigens ernsthaft mal... Ich verschatte hier mal neu. Ich sollte eigentlich, glaube ich, ernsthaft mal versuchen, mir einfach das Crouchen auf eine andere Taste zu legen, als immer hier unten. Ich weiß, es ist ganz, ganz oft auf STRG und solchen Sachen, aber ich finde es da immer so unpraktisch, wenn ich ehrlich sein darf. Okay, das lief jetzt schon mal erstaunlich gut. Muss ich da rüber? Auch das lief noch gut. Wir haben immerhin etwas bekommen gerade. Oh, oh. Ich glaube, ich muss wieder... Nein! Ja, Mist. Okay, aber es lief schon gar nicht so schlecht. Ich würde ganz, ganz kurz unterbrechen, um zu gucken, dass ich was eine Tastenbelegung ändern kann. Moment. Okay. Jetzt sollte das Ganze ein bisschen besser klappen. Jetzt hätte ich schon viel früher machen sollen. Einfach die Taste umbelegen. Bin ich jetzt gerade wieder am Anfang von unserem Ding? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind wieder ganz am Anfang, oder? Nee, warte, wir sind immer hier. Okay. Zack. Oh, nee, das war jetzt nicht so gut. Insbesondere nicht, weil wir jetzt hier wieder rüber... Au, ja gut. Aber es funktioniert besser. Ich habe jetzt nämlich das Crouchen auf der seitlichen Maustaste. Ich habe das da irgendwie einfach lieber, wenn ich ehrlich bin. Au. Bleib mir mal kurz liegen. Okay. Oh, oh. Ja, das war jetzt nichts. Komm, verbinde dich wieder. Gut. Das ist jetzt natürlich kein Garant dafür, dass es besser klappt, nur weil ich die Tastenbelegung geändert habe, aber ich muss ein bisschen weniger... Ja, das ist definitiv kein Garant dafür. Ich muss ein bisschen weniger, wenn ich ehrlich sein soll, nachdenken, wie ich es... Hier kann ich jetzt runter liegen bleiben. Wie ich es richtig mache. Oh, das war jetzt nicht so klug. Oh, ja, das war jetzt auch nicht klug. Wir müssen auf jeden Fall gleich wieder auf die andere Seite... Jetzt müssen wir wieder rüber. Das hat jetzt auch nur geklappt, weil wir klein und schon fast tot waren. Hier springe ich, glaube ich, einfach mal sicherheitshalber. Und jetzt muss ich hier gleich auf jeden Fall über die Dinger... Oh. Wieder auf die Seite. Mit ein bisschen Glück
schaffen wir es tatsächlich wieder ein bisschen so geschummelt. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, ein bisschen geschummelt zum nächsten Checkpoint, aber nicht, wenn... Okay, wir müssen tatsächlich... Aber wir sind schon wesentlich weitergekommen. So ein Torso schafft viel, wenn er nur möchte. Und ich glaube, da fangen wir einfach direkt neu an. Ich habe hier vorne noch nicht so den Rhythmus drauf, wie ich hier lebendig... Ich weiß, ich respawne gerade unsinnig oft, aber ich möchte wirklich... Oh. Oh, das war so nicht geplant. Das habe ich anders erhofft irgendwie. Okay, pass mal auf. Wir müssen hier ducken, springen. Ducken, springen. Hoppala. Ja, das macht nichts. Oh, oh. Ja, das ist jetzt auch egal. Hier rüber und springen und springen. So. Bleib liegen, Ed. Oder spring jetzt. Okay. Spring jetzt. Wir müssen hier drüben gleich wieder... auf das andere Floß und springen. Wir können hier wenigstens Hundefutter mitnehmen. So, oh nein, nein, nein. Ach nee. Ach Ed, ernsthaft jetzt. Kontrollier doch deine Füße. Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt der Level uns dauern, also uns dauern wird, kosten wird. Au. Okay, wir machen es von vorne. Wir wissen jetzt ungefähr, wie der Level verläuft. Jetzt ist kein Grund mehr zu sagen, hey. Oh, ich sollte vielleicht... Ah, ich sollte hier vielleicht... Ja gut, das geht aber. Das geht jetzt. Ah, ich bleib gerade hier bewusst liegen. Okay. Nein, da habe ich vergessen, dass wir rüber müssen. Oh, ich bin so eine Nuss. Da habe ich mich so drauf konzentriert, dass wir jetzt bitte nicht an der Stelle schon sterben. Dass ich es tatsächlich komplett verrafft habe, dass es schon wieder Zeit ist, auf die andere Seite zu springen. Okay. Oh, oh. Oh nein, und es hat so gut angefangen. Och, Mano. Ich hätte mich ducken müssen. Ich hätte mich ducken müssen an der Stelle. Okay. Wir werden aber... Außer jetzt gerade werden wir im Grunde ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Nur mit dem Timing habe ich es nicht. Ich weiß. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir schon. Oh, da hätte ich mich wieder ducken. Ah, ich bin so unachtsam. Ich hätte mich ducken natürlich müssen. Da jetzt eigentlich nicht so. Na gut, na gut, na gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Das tut mir so furchtbar leid. Die drehen sich aber auch nicht im gleichen Rhythmus. Moment, das könnte eventuell hier. Ed, verbinde dich und spring hier rüber. Dann haben wir es nämlich noch. Dann haben wir noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance, Ed. Wir können das immer noch schaffen. Wir können es immer noch hinbekommen. Wir müssen hier gleich auf das andere Floß. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Oh. Nein, warum? Oh, ich hätte über die... den Balken vorne wieder nach links springen müssen. Okay. Ich sehne mir gerade so auf der Mitte einen Safe Point herbei, wo wir einfach mal sagen können... Einfach mal so sagen können, jo, und jetzt nicht alles nochmal von vorne machen, nur weil wir versagen an irgendeiner Stelle. So. So. Oh, oh. Das wird jetzt... Oh, vor allem nicht so. Der kann sich so nämlich kaum richtig bewegen. Oder? Wir können es probieren. Wir sind ein kluges Köpfchen. Wir können es versuchen. Okay, wir müssen hier nur irgendwo...
Hier drüben kommt es wieder hoch. Oh, wir haben es sogar geschafft. Wow. Oh je, jetzt müssen wir hier aber wieder auf das andere, denke ich, fast. Oh, da drüben ist ein Checkpoint. Oh, lass mich bitte auf den Checkpoint. Oh, wir haben den Checkpoint in der Mitte. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem hier weiterkommen. Ah, das wartet auf uns. Sehr gut. Oh, ich bin nicht froh gerade. Ehrlich. Moment. Es hat sich jetzt sehr, sehr viel langsamer gedreht, als ich das gedacht hätte. Nein, Moment. Das ist ein guter Anfang dafür, ich weiß. Das hat sich gerade echt... So, jetzt springen. Und jetzt muss ich, glaube ich, da drüben... Oh, nein! Okay, ich muss ganz, ganz schnell auf die andere Seite rüber. Das hier drüben geht erstmal runter. Und hier geht's wieder hoch. Und da muss ich schon drauf. Okay. Crouchen müsste hier ausreichen. Springen. Also am besten da vorne wieder crouchen. Und eher hier drüben. Denn da ist der Hammer. Und da sind Klingen. Und ich sehe gerade nicht, ob wir hier... Ups. Ob wir hier irgendwo auf die andere Seite müssen oder ob wir hier einfach bleiben können, wo wir sind, wenn wir das möchten. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auf der Seite sein. Oh, Verbinde dich. Oh je. Okay, noch ist aber nicht aller Tage Abend. Wir können das hinbekommen. Aber nicht hier. Da hätte ich, glaube ich, einen Körper gebraucht, damit wir da... Okay, es hat aber gar nicht so verkehrt angefangen. Es hat gar nicht so... Ich glaube, ich sollte zwischendurch mal öfter auf die andere Seite. Das könnte zwar einerseits schwieriger sein. Warte mal, hier oben zum Beispiel kriegen wir... Okay. Es war ein Versuch wert, es war ein Versuch wert. Ich brauche definitiv schon wieder länger, als mir lieb ist für diesen Level. Aber manchmal hat man halt so ein Ding, dass es schneller geht und mal langsamer. Das macht jetzt auch nichts. Wir konnten, wie gesagt, über weite Strecken hier bleiben. Und das ist eigentlich auch ganz gut gegangen. Oh. Oh. Oh, das war jetzt nicht so gesund. Aber ich versuche es jetzt auch nochmal wieder auf der linken Seite. Wenn wir es nochmal auf die rechte schaffen. Also an der einen Stelle fand ich es schon extrem... Das ist jetzt nicht so gut gerade. Das Timing stimmt gerade einfach nicht so. So, jetzt hat es gestimmt. Da können wir rüber. Jetzt werden wir einfach mal hier. So, rüberspringen. Ich versuche mal nicht ganz vorne zu sein an dem Ding. Ich glaube, hier konnten wir auf der Seite drunter bleiben. Und hier müssten wir springen. Und hier nochmal. Und hier... Ja, gut. Nur für den Fall, dass da wieder was gewesen wäre. Ich würde jetzt einmal gerne hier rüber. Denn da drüben sind die Balken näher. Oh, nee, Moment, das geht nicht. Ich muss hier einmal da drüben bleiben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, nein. Mist. Aber ich glaube, an der Stelle ist es besser, wenn wir nach links rüber gehen. Okay, Moment, erstmal hier hin. Dann tut uns die Klinge nämlich nichts. Und jetzt Geronimo darüber, jawoll. Wir kriegen das schon hin. Das ist jetzt eigentlich... Der Teil hier geht jetzt eigentlich. Das ist jetzt nicht das Schwierigste, glaube ich. Also die Geschwindigkeit ist nicht... Es ist nicht das... Es ist nicht das Schnellste. Nicht das Schnellste, aber es ist auch nicht das... So vielleicht. Oh, oh. Ja, es ist aber ganz okay so. Bleib mal da, wo du bist. Okay,
Okay, hier muss ich gucken, dass ich... Nein! Mist. Das war aber jetzt einfach schlechtes Timing. Okay, kriegen wir hin. Geht alles. Okay, das ist schon wieder... Puh. Da haben wir uns eigentlich fast schon die Füßchen versenkt in der Säure. Und das war Glück, dass ich mich hier tatsächlich noch nicht ducken musste. So. Gehen wir hier rüber und ducken uns einfach ein bisschen unter den Gefahren weg. So. So. Und so. Jetzt kommt da vorne das hier. Das ist relativ schnell. Müssen wir zweimal springen. Eventuell noch ein drittes Mal. Nö, gut. Okay. Jetzt ist hier die Hämmerchen. Oh. Nein, Alter, so. Oh, ich bin aber auch ungeschickt. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh, dass wir am Anfang, also nicht ganz am Anfang, aber ihr wisst schon, hier halt Anfang von dieser Wegstrecken, von diesem Wegstreckenteil, dass wir da tatsächlich den Checkpoint mitgenommen haben. Denn stellt ihr mal vor, das wäre so bitter, wenn wir da dran vorbeigefahren wären. So bitter, wenn wir dran vorbeigefahren wären und dann einfach hier ständig wieder von vorne anfangen müsste. Oh nein! Oh, Mist. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich werde gerade unaufmerksam, merke ich. Das, ich merke, ich werde unaufmerksam. Okay, so. Und rüber. Jawohl. Das geht ja inzwischen. Ich habe das Gefühl, der Anfang der Strecke geht inzwischen relativ gut. Sagte sie und starb vermutlich jetzt gleich wieder ganz am Anfang. Wir waren auch schon besser, muss ich sagen. Und schlimmer. Also auf der Strecke waren wir schon ein bisschen... besser. So. So, jetzt müsste ich hier bleiben. Dann fährt da drüben einmal das Ding runter und danach muss ich, glaube ich, rüberspringen auf dieses andere. So, jetzt sollte ich, glaube ich, aufs andere rüberspringen. Oh, oh. Genau, weil da ist nämlich dieses komische Stück, wo man einmal runter... Oh. Nein! Ah, Mist. Aber wir hatten es, glaube ich, gar nicht mehr so weit. Wir kriegen es hin. Okay, merke, nach diesem Abtauchen am besten gleich wieder nach rechts, weil wir müssen so... Oh, jetzt hab ich's. Oh, war das blöd. Das war jetzt echt doof. Anders kann man das gerade nicht nennen. Das war jetzt echt episch blöde. Ja, da haben wir es ja... Ducken. Mal, hier ist der Hammer so ein bisschen an der Seite. Jetzt gehen wir hier einmal runter. So müsste das gehen. Runter und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hopp. Und hopp. Okay, jetzt bleiben wir einmal hier. Und er schwingt zurück. Jetzt müsste ich mich hier drüben eigentlich hin und crouchen, genau. Eigentlich müssten uns die Hämmer jetzt auch schon wieder in... Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und jetzt hier drüben rüber. Und hopp. Na, Mist. Okay. Kriegen wir hin. Sobald es drüben wieder draußen ist, gehen wir wieder auf die rechte Seite. Die, glaube ich, das Richtigere war. Weil da drüben... Jetzt geht es nämlich hier runter. Links geht es jetzt runter und da sind wir letztes Mal, glaube ich, erwischt worden. Ich sehe da hinten das Ziel. Es ist bitter, aber ich sehe das Ziel. Ich habe Angst, was jetzt hier noch alles kommt. Denn das sieht viel zu friedlich aus für diese Strecke. Wo ist eigentlich das andere? Da ist es. Ist jetzt auch nicht... Du kannst mir nicht erzählen, dass es jetzt einfach nur noch eine ganze Strecke lang nichts mehr ist. Wir haben es geschafft. 24 Minuten, eine kurze Unterbrechung, weil ich die Tastenbelegung geändert habe. Damit kann ich leben. Oh, wir haben es durchgeschafft. Ich mag diese sich bewegenden Level tatsächlich nicht so ganz. Das sieht ja fies aus. Wir haben aber zu wenig Hundefutter dafür, als dass wir das mit dem Hai uns angucken könnten. Was kommt denn als nächstes? Hero without a half shell. Also ein Held, also Teenage Mutant Hero Turtles, Heroes
with a half shell, also, ne? Und wir haben keinen Panzer. Na gut, das gibt's aber erst nächstes Mal. Ich bin gespannt, wie ich mich da dann anstellen werde. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich find's immer ganz lustig, zwischendurch eine Runde Ben und Ed zu spielen. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, jeden Tag würde mir das, glaube ich, den letzten Nerv rauben. Unser armer kleiner Ed, der das ständig machen muss. Und der arme kleine Ben vor allem, der ständig in seinem Käfig sitzt und hofft, gerettet zu werden. Gut, wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und ich sag einfach mal, bye bye.